Der 1:0-Sieg des FC Bayern am Samstag beim HSV war teuer erkauft. Thomas Müller, der sich bei seinem nur 9-minütigen Einsatz inklusive Torvorlage einen Muskelfaserriss zuzog, wird für voraussichtlich 3 Wochen ausfallen. Dafür schuftete Javi Martinez heute Morgen schon wieder fleißig für sein Comeback und hofft, am Mittwoch im Pokal in Leipzig schon wieder spielen zu können. Für Juan Bernat kommen die nächsten Spiele zwar noch zu früh, doch auch er macht gute Fortschritte im Aufbauprogramm. Personell gibt es also gute und schlechte Nachrichten zu vermelden. Sportlich hätte das Wochenende allerdings kaum besser laufen können. Dem 1:0 Auswärtssieg der Profis am Samstag in Hamburg folgte am Sonntag der nächste Streich. 1:0 auch für die Amateure im Derby gegen den TSV 1860. Es ist so geil. Wir hatten eine lange Durchstrecke, aber wir haben vor dem Spiel gesagt, wir können mit dem viel gut machen. Können alles rein, das haben wir gemacht. Wir haben einfach gekämpft und haben dann das Tor gemacht, deswegen umso schöner. Es sind auch einige Freunde da, die 60er sind. Die kriegen einen schönen Spruch nach dem anderen.